Ja, hallo, mein Name ist Melanie Busse und ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein, weil es tatsächlich meine allererste Lesung ist, was für mich total aufregend ist. Daher bin ich besonders froh, dass es heute hier ist, weil ich als Bielefelderin schon als Kind auch in dieser Stadtbibliothek, damals noch an einem anderen Standort, viele schöne Stunden verbracht habe und heute auch noch verbringe. Also ich bin heute immer noch hier und ich fühle mich ganz wohl und finde den Ort einfach ganz zauberhaft. Besonders ist es aber auch, weil ich eigentlich Spiele mache. Ich mache Spiele für Kinder und Jugendliche. Da kann man besondere Sachen lernen. Da kann man zum Beispiel lernen, was kann ich machen, wenn ich wütend werde? Wie kann ich damit umgehen? Oder wie kann ich Freundschaften schließen? Oder wie kann ich Konflikte leichter lösen? Oder was kann ich eigentlich machen, wenn jemand zu mir etwas Gemeines sagt? Und darum geht es heute auch in diesem Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte. Das heißt Zum Donnergrummel. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen: Der Donnergrummel, wer ist denn das eigentlich? Und ich kann euch sagen, ich bin mir ganz sicher, den Donnergrummel, den kennt jeder von euch. Und damit ich euch das nicht nur alles vorlese, sondern euch auch diese wunderschönen Bilder zeigen kann, habe ich dieses Erzähltheater mitgebracht. Das funktioniert fast so wie ein richtiges Theater, nur eben, dass da keine Schauspieler drin sind, also keine Schauspieler spielen, sondern eben, dass Bildkarten da drin sind. Und ich lese parallel dann dazu. Aber seht selbst. So, wie beim richtigen Theater hebt sich der Vorhang und dann beginnt die Geschichte. So. Da sieht man schon, die Geschichte heißt Zum Donnergrummel. Und da seht ihr jetzt die Janne. Und die Janne, die ist ganz schön wütend. Und das hört man dann auch. Verschwinde jetzt sofort! Hau endlich ab! Verflixt. Es funktioniert einfach nicht. Dabei weiß Janne genau, dass er da ist. Es ist nämlich immer das Gleiche. Immer wenn Janne etwas gemein findet, spürt sie ihn. Zum Beispiel, wenn ihre Lehrerin sie nicht drannimmt, obwohl sie sich so oft gemeldet hat. Oder wenn Janne ihre Lieblingsserie nicht zu Ende gucken kann. Aber vor allem dann, wenn sie Ole begegnet. Ole ist nämlich der gemeinste Junge der Welt. Schon seit der ersten Klasse hackt er auf Janne herum, immer und immer wieder, egal was sie auch tut. Er hört einfach nicht auf. Janne findet das richtig fies. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, taucht dann auch noch dieses grässliche Grummeln in ihr auf. Erst merkt Janne es nur ein bisschen. Es kribbelt und grummelt, als ob kleine dunkle Wolken durch ihren Körper wandern. Und dann spürt Janne auch schon, wie ein richtiger Grummelsturm aufzieht. Ihre Wangen glühen und ihr Herz schlägt bis zum Hals. In Janne brodelt, zischt und donnert es immer stärker, bis alles wie ein gewaltiges Gewitter aus ihr herausbricht. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Dass Ole das dann auch noch lustig findet, bringt Janne schier zur Verzweiflung. In ihrem ganzen Körper grummelt es dann so stark, dass Janne platzen könnte. Und je gewaltiger der Sturm ist, desto lustiger findet Ole das. Mittlerweile braucht Ole sie nur anschauen und schon geht es wieder los. Verwarzt und verflixt, es kann gar nicht anders sein. Janne ist sich nun ganz sicher, in ihr wütet ein Donnergrummel. Ein obergemeiner und bestimmt ganz furchtbar hässlicher Donnergrummel, von dem Janne sich nichts mehr wünscht, als dass er endlich verschwindet. Aber wie soll sie das bloß anstellen? Jeden Abend graut es Janne schon vor den nächsten Tag. Sie kuschelt sich dann immer ganz fest in die Decke und würde am liebsten gar nicht mehr aufstehen, geschweige denn in die Schule gehen. Plötzlich erschrickt Janne. Was war das für ein Geräusch? Sie blinzelt. Vielleicht hat sie sich getäuscht. Doch, da ist es schon wieder. Janne schaut sich suchend um, bis sie etwas Seltsames entdeckt.
Was ist das denn? Diese Tür kenne ich gar nicht. Sie könnte schwören, dass eben gerade an der Wand noch überhaupt nicht zu sehen war. Verwundert schlüpft Janne unter der Bettdecke hervor und nähert sich langsam der Tür. Auch wenn Janne das alles sehr merkwürdig findet, will sie unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt. Was verbirgt sich wohl dahinter? Da seid ihr auch neugierig jetzt. So. Als Janne die Tür langsam öffnet, blickt sie in ein großes Zimmer. Jannes Augen weiten sich. So etwas hat sie noch nie gesehen. Aufgeregt schaut sie sich um. Das sieht ihr aus wie in einer Schaltzentrale. Wofür diese vielen Hebel und Schalter wohl sind? Und was ist das bloß für ein fieser Geruch? Dann stolpert sie auch schon über eine Pappschachtel, aus der ein angebissenes Stück Pizza fällt. Puh, was für ein Saustall, würde ihre Mutter jetzt sagen. Da war es wieder, das Geräusch. Jetzt ist es schon viel näher. Langsam bewegt sich Janne weiter. Vorbei an zahlreichen Knöpfen, Lampen, Rädchen, Anzeigen und einem riesigen Bildschirm. Bis hin zu einer dunklen Öffnung in der Wand. Und was sie dort entdeckt, lässt ihr den Atem stocken. Völlig verblüfft begreift Janne, wen sie da vor sich hat. Das ist ja der Donnergrummel. Wie klein der ist, denkt sie noch, und da merkt sie auch schon, wie die Wut in ihr aufsteigt. Jetzt werde ich ihm endlich mal meine Meinung sagen. Doch bevor sie auch nur einen Ton herausbekommt, hört sie eine leise Stimme. Nein, nicht. Lass ihn schlafen. Erschrocken dreht sich Janne um und schaut in ein freundlich blickendes, großes Auge. Er ist ganz furchtbar müde. Bitte lass ihn schlafen und hör mir zu. Das Auge blickt sie ernst an. Ich kenne deinen Donnergrummel gut und schaue ihm jeden Tag bei der Arbeit zu. Er muss wirklich hart arbeiten und hat kaum Zeit, sich auszuruhen. Janne schüttelt wild den Kopf. Aber dann soll er doch einfach aufhören. Selber schuld. Das kann er leider nicht, Janne, antwortet das Auge mit sanfter Stimme. Sobald dich etwas ärgert, muss der Donnergrummel seine Arbeit machen. Das ist die Arbeit aller Donnergrummel. Erstaunt schaut Janne das Auge an. Du meinst, es gibt noch mehr davon? Natürlich, jeder hat einen Donnergrummel und alle beginnen zu arbeiten, sobald Ärger oder Wut aufkommen. Jeder Donnergrummel macht das zwar etwas anders, aber immer wenn du merkst, dass jemand wütend ist, siehst du, dass sein Donnergrummel arbeitet. Janne begreift. Wütende Menschen hatte sie schon einige gesehen. Ihr bestimmt auch, oder? Jetzt gucken wir mal, wie der Donnergrummel arbeitet. Und bei dir ist das ganz genauso, erklärt das Auge weiter. Sobald du dich ärgerst, ist hier alles in Alarmbereitschaft. Wie wütend du da gerade bist, wird auf dem Grummelmeter angezeigt. Im selben Moment beginnt der Wutschreiber zu rattern und druckt all die Anweisungen für deinen Donnergrummel aus, die er dann so schnell wie möglich ausführen muss. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Da sagt der Ole, na du Blödgesicht, und die Janne fängt sich an zu ärgern. Das sieht man hier an dem Grummelmeter. Das steigt ein bisschen an. Das seht ihr hier an dieser roten Füllung. Und der Wutschreiber, der steht hier unten in der Ecke und der spuckt all die Anweisungen aus, die der Donnergrummel ausführen muss. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei der Janne ist das so, wenn die anfängt, sich zu ärgern, dann kribbelt der Bauch. Dann schlägt das Herz ein bisschen mehr und die Hände fangen an zu schwitzen. Und je wütender die Janne wird, desto mehr muss der Donnergrummel arbeiten. Der Ole, der wird immer gemeiner. Jetzt sagt er hier zum Beispiel, ih, bist du hässlich. Und man sieht, dass das Grummelmeter immer mehr steigt, weil die Janne immer wütender wird. Und die Anweisungen werden auch immer mehr, die der Donnergrummel ausführen muss. Da kommt zum Beispiel das Herzklopfen, das wird jetzt ganz stark und die Fäuste ballen sich und sie läuft rot an und sie kriegt einen ganz starren Blick. Aber meistens ist es so, dass der Donnergrummel richtig viel arbeiten muss, weil sie sich so sehr ärgert über den Ole.
Jetzt sagt er auch noch, schaut mal, jetzt wird sie auch noch rot wie ein ekliger Riesenpickel. Und der Donnergrummel, ihr seht das, der weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Der wickelt sich in das Papier ein, der hat so viel zu tun, der verliert Haare, der kann nicht mehr aufräumen, der kann nicht mehr richtig essen, der hat gar keine Zeit mehr, der ist einfach so unglaublich gestresst. Ach so, Janne nickt und spricht nun ganz leise. Dann bin ich es ja, die den Donnergrummel so toben lässt. Ja genau, sagt das Auge und lächelt. Ich hatte immer gedacht, dass der Donnergrummel gemein ist. Janne seufzt. Aber was kann ich denn nur tun? Doch plötzlich ist das Auge verschwunden. Janne spürt ihr Kuscheltier, das sie fest an sich gedrückt hält. Sie blinzelt und erkennt langsam ihr Zimmer um sich herum. Die seltsame Tür ist nicht mehr da. War alles nur ein Traum? Auch wenn Janne sich nicht ganz sicher ist, eines weiß sie ganz genau. Ihre Wut auf den Donnergrummel ist verschwunden. Und noch mehr, sie will versuchen, dem Donnergrummel zu helfen. Aufgeregt rennt Janne zu ihren Eltern. Mama, Papa, was ist denn eigentlich mit eurem Donnergrummel? Manchmal werdet ihr doch auch wütend. Wie schafft ihr es, dass euer Grummelmeter nicht so ansteigt? Ich möchte unbedingt, dass mein Donnergrummel nicht mehr so viel arbeiten muss. Jannes Eltern schauen ihre Tochter verdutzt an und dann erzählt Janne die ganze Geschichte. Als Janne fertig ist, ist ihr Vater plötzlich ganz begeistert. Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, ruft er mit leuchtenden Augen. Ich hatte es schon ganz vergessen. Janne, komm mit. Ich glaube, ich habe da etwas für dich. So. Gebannt durchwühlt Jannes Vater eine alte Kiste, bis er ein kleines Heft in der Hand hält. Dann beginnt er zu erzählen. Ich war damals ziemlich klein für mein Alter und etwas kräftiger. Deswegen haben die Mädchen mich immer Fettzwerg genannt. Wie sehr mich das geärgert hat und wie schwer mein Donnergrummel dann jedes Mal schuften musste, kannst du dir bestimmt vorstellen. Ich war ganz schön verzweifelt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich tun konnte. Eines Tages hat meine Oma mich dann gefragt, was denn die anderen machen, wenn sie geärgert werden. Das wusste ich nicht, doch fragen wollte ich auch nicht. Viel zu peinlich fand ich das. Aber meine Oma hatte mich zum Nachdenken gebracht. Schließlich wurden andere ja auch geärgert. Allerdings schien es denen nicht so viel auszumachen. Nur warum war das so? Und dann hatte ich eine Idee. Genau wie ein Detektiv habe ich angefangen, die anderen zu beobachten. Und alles, was mir hilfreich vorkam, habe ich in dieses Heft geschrieben. Nix mit Ärgertricks, habe ich es genannt und alles nach und nach selbst ausprobiert. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mich weniger geärgert und mein Donnergrummel hat seitdem deutlich weniger zu tun. Jannes Vater lächelt und gibt ihr das Heft. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, schmunzelt Jannes Vater, dann benutze ich manche dieser Tricks auch heute noch. Janne ist begeistert und blättert neugierig durch das Heft. Jeder Trick ist mit ein paar Worten, einem Blick und mehreren Sprechblasen beschrieben. Die haben ja sogar alle einen eigenen Namen, staunt Janne. Wow, das könnte wirklich funktionieren. Dieser hier gefällt mir besonders gut. Den probiere ich gleich morgen aus. Fasziniert zeigt Janne auf den Lubinator. Da hat Janne sich den hier ausgesucht und da seht ihr, da ist einmal der Titel Lubinator und das funktioniert einfach so, dass man lobt. Dann gibt es noch diese Beispiele, was der sagen könnte und das ist zum Beispiel, das hast du aber toll gesagt oder was du alles weißt oder ich bin beeindruckt. Als sie sich etwas später ins Bett legt, malt sie sich aus, wie sie Ole am nächsten Tag in der Schule begegnet. Der wird bestimmt ganz schön dumm gucken, wenn ich ihn auf einmal lobe. Janne grinst und kann es kaum erwarten. Am nächsten Morgen ist Janne schon früh wach. Aufgeregt macht sie sich auf den Weg in die Schule. Es dauert gar nicht lange, da kommt Ole über den Schulhof in Jannes Richtung gelaufen. Sie überlegt kurz noch, welchen Gesichtsausdruck sie machen möchte und erinnert sich daran, dass sie ganz langsam sprechen will, damit sie nicht ins Stolpern kommt. Und dann geht es auch schon los. »Na, du hässliches Kind«, sagt der Ole dann, »was du alles weißt, toll!« Oles Gesichtsausdruck verändert sich für einen kurzen Moment. Er stockt. Aber dann beginnt er laut zu lachen.
Habt ihr das gehört? Die ist so doof, die gibt es sogar selber zu. Jetzt merkt Janne, wie der Donnergrummel anfängt zu arbeiten. Ihre Hände schwitzen, sie spürt ihren Herzschlag bis zum Hals und das Atmen fällt ihr schwer. Aber sie will jetzt ganz bestimmt noch nicht aufgeben. Nun muss sie versuchen, ruhig zu bleiben. Ole darf nichts davon mitbekommen. Nervös überlegt sie, was der Lobinator jetzt wohl sagen würde. Du bist ja echt ein Schnellmerker. Ich bin beeindruckt. Oles Miene verändert sich erneut und Janne kann für einen kurzen Moment Oles Unsicherheit spüren. Doch er gibt immer noch nicht auf und versucht es noch einmal so richtig gemein. Wie dumm ist die denn? Die ist ja voll bescheuert. Janne spürt, wie es immer stärker in ihr grummelt und tobt. Nun muss sie sich noch einmal richtig zusammenreißen. Sie atmet ganz tief durch die Nase ein und dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und Geld. Mit weit geöffnetem Mund schaut sie Ole kurz an, verdreht die Augen und lässt ihn stehen. Es hat tatsächlich funktioniert. Ole sagt keinen Ton mehr. So oder so ähnlich reagiert Janne auch am nächsten Tag. Den Tag darauf probiert sie es dann mit einem anderen Trick. Und als Ole am darauffolgenden Morgen einfach an ihr vorbeigeht, um stattdessen Justus aus der Parallelklasse zu beleidigen, findet sie es fast schon schade. Etwas verdutzt beobachtet Janne, wie Justus einfach so tut, als ob er nichts verstanden hat. Hä? Keine Ahnung, was du da faselst. Ole verzieht nur noch sein Gesicht, winkt ab und geht weiter. Janne gefällt das so gut, dass sie diesen Trick sofort in das Heft malt. Nix mehr mit Ärger, kleiner Ole, denkt sie noch, bevor sie losbrustet und ihr vor Lachen fast die Tränen kommen. Und eines Tages ist es dann soweit. Erst als Janne schon eine ganze Weile zu Hause ist, fällt es ihr auf. Ole war heute kein einziges Mal fies zu ihr. Und sie hat sich kein einziges Mal geärgert. Nicht mal ein klitzekleines bisschen. Und da seht ihr auch, die Janne hat aus dem Grummelmeter hat sie sich ein Tagebuch gemacht und hat für jeden Tag eingetragen, wie wütend sie dann war. Und hier seht ihr, ist gar nichts eingetragen. So. Und der Donnergrummel, was macht der eigentlich? Der genießt und schaut Janne jeden Tag dabei zu, was sie so erlebt. Und hin und wieder darf er natürlich auch mal arbeiten, was er dann auch sehr gern tut. Denn so ein Donnergrummel kann auch ganz schön nützlich sein. Und hier auf dem Bild seht ihr, da ist er. Ganz entspannt, er kann ganz entspannt sitzen, sein Getränk trinken, ab und zu mal einen Schalter drücken und er kann sogar in Urlaub fahren und Geburtstag feiern und ist insgesamt ganz zufrieden. So. Und? Ja. Zu Ende. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, euch mal zu überlegen, wie sieht denn euer Donnergrummel aus? Ist er vielleicht groß oder klein oder rund oder eckig oder blau oder grün? Oder hat er auch Hörner wie Jannes Donnergrummel? Zu diesem Buch gibt es auch dieses kleine Heftchen. Da gibt es einige Seiten zum Ausfüllen, um den Donnergrummel auch besser kennenlernen zu können. Es gibt aber auch aus diesem Heftchen ein paar Seiten auf der Verlagsseite, die man sich runterladen kann. Und diesen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ganz viel Spaß dabei und tschüss. Danke. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Busse, für die spannende Geschichte mit dem Donnergrummel. Und Sie haben ja am Anfang erzählt, dass Sie Spiele machen. Mhm. Und Geschichten erfinden. Mhm. Und was für einen Beruf haben Sie denn, wenn Sie Spiele machen und Geschichten erfinden? Das ist eine tolle Kombination. Ja, danke. Finde ich auch. Also ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und diese Geschichten und auch die Spiele sind eben aus der Arbeit heraus entstanden, weil ich immer gedacht habe, mir fehlt da was. Also es ist viel, viel einfacher mit Kindern, mit Geschichten oder mit Spielen zu arbeiten, schwierigere Themen mit den Kindern zu bearbeiten, wenn man das spielerisch macht, diese spielerische Herangehensweise. Das hat mir immer gefehlt und ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt einfach mal selber. Ja, und habe angefangen, mein erstes Spiel zu entwickeln und mittlerweile sind es, glaube ich, 12
unterschiedliche Produkte. Nicht alle Spiele, Bücher sind auch dabei. Mhm. Ein Buch ist ja jetzt auch dabei. Ja. Welches war denn das erste Spiel? Das nennt sich Wutfaktor X. Das ist ein Spiel, in dem es darum geht, wie kann ich mit meiner Wut eigentlich besser umgehen. Also schon ein bisschen ähnlich auch wie beim Donnerkrummel. Ja, genau. Ja. Wie sieht denn das Spiel aus zum Donnerkrummel? Also das Spiel sieht fast so aus wie das Buch. Da ist der Donnerkrummel drauf und in dem Spiel gibt es ja auch den Donnerkrummel. Und in dem Spiel gibt es 30 verschiedene solcher Strategien, die auch im Buch vorgestellt wurden. Mhm. Verraten Sie mir einen Tipp aus dem Spiel, wie ich mit meinem Donnerkrummel besser klarkomme. Also es gibt 30 verschiedene Strategien und das ist halt auch ein Grund, weil jeder für sich irgendwie selber gucken muss, was für eine Strategie passt eigentlich zu mir. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Also ich kann ja mal irgendwie ein, zwei noch vorstellen und die muss man am besten auch einmal irgendwie ausprobieren und zu so gucken, wie fühlt sich das für mich an. Also ich sage den Kindern immer, such dir ein, zwei Strategien raus, also wenn wir das Spiel gespielt haben, such dir ein, zwei Strategien raus und dann probier das einfach mal aus, guck mal, wie sich das anfühlt für dich und wenn das nicht so, sich nicht richtig gut angefühlt hat, dann nimmst du einfach die nächste Strategie. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine, die nennt sich der Einschläferer. Und das funktioniert dann so, dass man viele, viele Fragen stellt. Zum Beispiel, ach ja, woran merkst du das und wie sieht das denn aus, wie fühlt sich das an? Also, dass man immer wieder Fragen stellt und der Angreifer dann letztendlich überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwie weiter zu ärgern, sondern irritiert ist von diesen Fragen. Besonders gerne mag ich tatsächlich den Luminator, den finde ich richtig schön, der wurde ja im Buch vorgestellt. Oder den Ablenker mag ich auch gerne, der einfach dann einfach unerwartete Fragen stellt und mit denen man nicht gerechnet hat. Wie auf der Karte gibt es zum Beispiel eine, das ist eigentlich auch meine Lieblingsfrage beim Ablenker, rasierst du dir eigentlich auch die Beine? Oder der Unbeeindruckte, den mag ich auch gerne, der sagt einfach, ja und jetzt. Du hast gesagt, ich bin bescheuert, ja und jetzt. Mhm. Ja. Ja. Und einfach auch, dass man es nicht auf sich bezieht. Das heißt, man lässt diesen Angriff so ein bisschen abperlen dadurch. Ne? Ja, genau. Ja. Also das ist ja, was der Angreifer auch möchte. Ja. Der möchte ja, dass man sich ärgert. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Und wenn man ihm aber signalisiert, du weißt, interessiert mich eigentlich gar nicht. Oder das, was du jetzt möchtest, dass ich mich ärgere, das mache ich jetzt einfach gar nicht. Dann verliert er auch das Interesse irgendwann mal. Ja. Also es dauert manchmal ein bisschen, weil die dann immer noch nicht so richtig verstehen, aha, das funktioniert nicht mehr. Aber wenn man das eine Weile durchzieht, dann haben die kein Interesse mehr. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Rollenspiel ja dann auch. Ja, ja. Mit wie vielen Personen kann man das spielen? Also das Spiel kann man, also richtig im Spiel, es ist eigentlich kein Rollenspiel. Also da muss man, also das kann man bis zu sechs, das Spiel kann man mit bis zu sechs Personen spielen, also von zwei bis sechs Personen spielen. Und man kann das aber auch gebrauchen, um richtige Rollenspiele zu machen. Also der Spielmechanismus funktioniert ja so fürs Rollenspiel nicht. Also das ist aber so ein Spielmechanismus, der dahinter steht. Aber man kann damit mit den einzelnen Karten, man kann die auch einzeln aus dem Spiel rausnehmen und kann damit Rollenspiele machen. Das funktioniert auch. Also es ist recht flexibel einsetzbar. Dann. Ja, super, danke. Wie sieht denn Ihr Donnergrummel aus? Haben Sie da auch eine Vorstellung von? Ja, ich kann den mal zeigen. Da ist nämlich auch in dem Buch drin. Und zwar sieht der so aus. Ja, klasse. Wahnsinn. Das mit dem Auge. Genau, der hat ein paar kleine Hörnchen und vier Arme, weil der irgendwie ganz schön viel tun muss und ganz dicke Füße, weil der immer so rumtrampelt. So. Und eine letzte Frage habe ich noch, weil wir die immer stellen, wenn wir Besuch haben. Welches war denn Ihr Lieblingsbuch, als Sie Kind waren? Das interessiert uns hier in der Bibliothek immer. Das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Frage für mich gewesen, weil da habe ich noch nie so großartig drüber nachgedacht und bin dann bei Ronja Räubertochter hängen geblieben. Also ich mag die Astrid Lindgren-Geschichten alle total gerne, aber Ronja Räubertochter war immer was ich super gerne mochte. Und dann ist mir eingefallen, dass Ronja Räubertochter, aber erst so bei diesem Nachdenken, dass sie ja auch immer zum Donnerdrummel ruft. Stimmt. Zum Donnerdrummel. Und dann dachte ich, ach, wie schön ist das eigentlich, da so eine Verbindung zu haben. Also die Entstehungsgeschichte zum Donnergrummel, den Namen,
Das ist wirklich rein zufällig. Also die Herangehensweise war auch anders. Ich habe immer was gesucht, was ich dann für ein Synonym für Gewitter. Also ich hatte immer Gewitter im Kopf und wollte immer irgendwie einen Namen finden, der so richtig zu Gewitter passt. Ja, und dadurch ist das entstanden und umso schöner finde ich es aber auch, dass das jetzt so eine Ähnlichkeit hat, dass da irgendwie eine Verbindung ist. Ja. Das ist mir aber auch jetzt erst bewusst geworden, tatsächlich. Ja. Schön. Ja. Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke Ihnen auch. Ja. Das war sehr schön. Und, ja, für die tolle Geschichte. Sehr gerne. Ja.